Wieso bin ich jetzt hier oben? Was soll ich hier oben? Wieso bin ich hier? Also, ihr versteht schon wahrscheinlich, was ich, worauf ich hinaus möchte. Also, warum bin ich jetzt hier? Was muss ich hier machen? Ich glaube, das Haus haben wir ja auch schon angeschaut. Wenn ich mich richtig daran erinnere. Ja. Hier waren wir schon. Aber wieso sollte ich jetzt nach hier oben? Ich check's nicht. Also, was ist der Grund dafür? Das Spiel hat mir jetzt auch keine Hinweise gegeben, was ich hier machen soll. Habe ich was übersehen? Habe ich was verpasst? Wieso bin ich hier? Was will ich hier? Hm. Habe ich irgendwas übersehen? Wir haben die Axt und die Schere. Der dort unten wurde erstochen. Oder habe ich einfach zu kurz auf ihn geschaut, um in die Vergangenheit zu blicken zu können? Nein. Das hatten wir auch schon. Könnte natürlich auch sein. Ich wüsste jetzt nicht, was ich hier oben machen sollte. Hm. Soll ich nochmal nach unten gehen? Vielleicht habe ich wirklich bloß zu kurz geklickt. Weil die Mordwaffe haben wir, glaube ich. Wenn es die Schere ist. Ja, komm. Schauen wir uns das nochmal an. Ich weiß, ein bisschen Zeitvergeudung und so, aber ja. Entweder habe ich was übersehen oder eben nicht. Mal schauen. Ansonsten gibt es hier unten ja nichts mehr. Und zurück kommen wir auch nicht mehr, da die Mine ja jetzt geschlossen ist. So gesehen. Mal schauen. Kaputte Tür. Ach so. Ja gut. Aber es fehlt doch noch etwas. Aber was?
Was fehlt denn? Kaputte Tür. Die Axt. Ach so, oh Mann. Kann ich noch lange suchen. Ich stehe manchmal etwas auf dem Schlauch, wie man sieht. Eins müsste eigentlich das sein. Zwei. Drei. Das soll jetzt eigentlich nicht so schwer sein. Dann hier die vier. Und die fünf. Why are you standing in the sleeper's way? She had an accident. Travis, put down the axe. An accident. I didn't want her to get hurt. Oh, so sick. You know, since Ethan found that room. Where's Ethan, goddammit? Talk to me! Okay, okay. He wants to burn Vandegrift's room. Look, Travis, just leave me alone! Oh God, oh God! The sleeper chooses vessels. You know that? To enact his wishes, he chose Mom. He chose me. Son, I don't want to hurt you. You think scissors are gonna save you? What? Er hat sich selbst umgebracht? Didn't have to be this way. He could have helped the sleeper. Helped us. But Mom's right. You're a coward. And you'll be meeting Ethan again soon. Okay, nun habe ich es falsch gesehen. Da lag offensichtlich der Vater. Und nicht der Bruder. Jetzt ist klar, dass es der Vater ist. Er hat sich selbst umgebracht, um nicht dem Sleeper helfen zu müssen. Dann bleibt ja nur noch Ethan und der Bruder übrig. You disturb it, not me. Travis, we can get rid of it. I know it's up against. Don't listen to what's in your head. This sleeper is feeding on them. Their hate. Their distrust. Ethan's father figured suicide wouldn't feed it, but it did. I could feel it sitting somewhere out there, fat as a bullfrog, digesting. Open. Okay, wir können hier was öffnen.
Diese Geschichte, Alter. I don't know, was ich davon halten soll. Oder was hier eben genau passiert. Aber jetzt gar nichts. Wieso kann ich jetzt hier die Türe öffnen und aufsperren? Hier draußen irgendwas? Keine Ahnung, ich schließ mal die Tür lieber. Ich lasse es mal so. Und dann drehe ich mal hier am Rad. Das jetzt etwas gestoppt hat. Was auch immer gestoppt wurde. Habe ich jetzt irgendwie wo Strom weggenommen? Achso, wahrscheinlich hier. Nee, doch. Wofür kann ich hier nach drüben? Hä? Muss ich gerade nicht checken. Aber was habe ich jetzt gemacht? Ich habe ja etwas geöffnet statt geschlossen. Ich dachte, ich würde was schließen. Wahrscheinlich muss man es schon schließen, weil es ja vorher geöffnet war. Aber was habe ich gemacht damit? Nee, ist echt gar nichts hier oben. Spiel stellt mich manchmal vor Fragen und bringt mir keine Antworten. Denn irgendwas habe ich jetzt geschlossen. Aber okay, wahrscheinlich dort oben irgendwas. Wäre ja irgendwie logisch. Deshalb nehme ich den Fahrstuhl nach oben. Ja, doch. Sollte, glaube ich, irgendwie logisch sein. Da jetzt was geöffnet habe. Oder geschlossen habe. Ich habe es ja geschlossen jetzt. Oder habe ich es geöffnet? Es war offen. Ich habe es geschlossen. Ja. Genau. Sehe ich von hier schon irgendwas? Nee. Und jetzt wahrscheinlich zum Damm rüber. Vielleicht dort nach drüben. Da lief ja schon vorher nichts runter. Dadurch kann ich immer noch nicht. Schwierig zu sagen, wohin ich muss.
Und wohl wahrscheinlich ins Haus. Weil Ethan ja das Zimmer anzünden wollte. Aber wieso habe ich da unten jetzt was geschlossen oder geöffnet? Was hat mir das gebracht? Hier oben hat sich gar nichts verändert. Welches Haus war es nochmal? Ich glaube, das da drüben. Ich glaube zumindest, dass es das war. Das Zimmer war ja, glaube ich, ganz oben. Was ist das hier drüben? Nee. Doch nicht ganz oben. War es das Haus? War es doch das andere? Ich glaube, es war doch das andere Haus.